Wir wollen einfach informieren, dass die Akustik wirklich nur für Blinde da ist. Das Problem bei den Ampelanlagen ist, dass eben Sehende meinen, wenn sie die Akustik aktivieren, dass sie die Grünphase auch mit aktivieren, und das stimmt nicht. Die Anlagen sind relativ empfindlich und sind natürlich daher öfter mal kaputt. Es gibt ja an der Unterseite auch einen Richtungspfeil. Wenn ich zum Beispiel jetzt zu einem Übergang komme, wo ich nicht ganz genau weiß, wie sieht es dort aus, taste mal um und suche mal den Pfeil. Auf der drüberen Seite der Staatsbrücke, auf der Rathausseite, ist eine Akustik kaputt, wenn sie gestern von der Stadt nicht repariert wurde. Und da ist der Pfeil eben wichtig, weil ich da keine akustische Orientierung habe. Und wenn da der Pfeil die verkehrte Richtung weist, dann stehe ich natürlich mitten im Verkehr und komme nicht ans Ziel, wie ich sollte. Oft ist er verdreht, oft ist er verklebt, oft ist er rausgerissen, da muss man schon ein bisschen Gewalt anwenden. Der ist nicht flexibel, der ist schon sehr gut montiert, aber Vandalismus, das ist halt machtlos. Und wir verstehen eigentlich nicht, dass man das nicht einfach in Ruhe lassen kann.